kommen wir zu einem nächsten Video. Und zwar habe ich mir gedacht, ich schnappe mir das Thema mit der Schubabschattung nochmal auf, weil doch relativ viele Fragen von euch kommen und euch vieles nicht ganz bewusst ist, beziehungsweise einfach vieles nicht klar ist. Wann geht was? Wann geht es über welchen Schalter? Was kann man machen, um das Ganze ein bisschen zu entlasten? Also Thema Hardware, was kann man umbauen? Und da wollte ich jetzt eigentlich kurz einen kleinen Vlog dazu machen, weil wir einfach am Tag momentan bestimmt 4-5 Anfragen bekommen zum Thema Schubabschaltung und die Fragen einfach ja komplett unterschiedlicher Laune sind. Der eine möchte wissen, geht es bei dem Auto auf den Knopf? Macht es Sinn, das einzubauen? Und da wollen wir uns einfach mal ganz kurz drauf eingehen. Hab heute eine E-Mail erhalten bezüglich einem Audi S3. Das nehmen wir jetzt gerade mal als Beispiel und da wurde ich gefragt, was kann ich tun, um das Ganze zu entlasten und die Bauteile einfach weniger zu beanspruchen. Und da ist natürlich das allererste, was für euch oder was für euer Auto Sinn macht, natürlich eine Downpipe. Eine Downpipe, es kann eine EWG-Downpipe sein, es kann eine Downpipe sein mit 200 Zellen Sportcut. Das bleibt ganz allein eure Entscheidung, aber dadurch entlastet ihr natürlich euren Turbolader, definitiv. Jeder, der sagt, dass das nicht schädigend ist, das wäre gelogen. Wenn man es in Maßen macht, wenn man es zeitlich begrenzt, wenn man es nur in gewissen Fahrmodis macht und derjenige, der das Fahrzeug fährt, nicht jeden Tag Vollgas macht, dann ist es definitiv so, dass es haltbar ist oder dass man es eine Weile fahren kann. Wenn man es übertreibt, wenn man es zu lange macht, in meinen Augen definitiv ganz klar, trägt das Fahrzeug Schäden davon. Ja. Mit dem Thema Downpipe, gerade bei dem S3 jetzt als Beispiel, nehmen wir Golf 6R Edition 35, GTI etc., sind zwei Cuts verbaut und der erste Cut, das sitzt relativ weit oben, direkt nach dem Ausgang vom Turbolader. Das heißt, das könnt ihr euch quasi vorstellen, wie wenn ihr mit einem Tempo vor der Nase atmet. Da kriegt ihr auch schlechter Luft, wie wenn ihr das Tempo wegnimmt. Und so ist es für den Turbolader im Endeffekt auch. Er kriegt die thermische Belastung wird deutlich geringer, weil er kriegt einfach die Abgase viel, viel schneller wegtransportiert, beziehungsweise die Abgasanlage transportiert die Abgase viel schneller weg. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, wenn jemand eine Schubabschaltung möchte und die ein bisschen härter, dass er im Endeffekt eine Downpipe verbaut, dass einfach da schon mal Entlastung ist. Zum Thema, auf welchen Knopf legen. Es geht nicht bei jedem Auto. Deswegen ist es immer wichtig, wenn ihr die Frage stellt, schickt bitte einen Fahrzeugschein mit. Ja, ich kann jetzt hier nicht alle Autos aufzählen, wo es geht, weil dann würde das Video morgen noch laufen. Ja? Einfach kurz den Fahrzeugschein schicken, dann kann ich euch sagen, ja, es geht über Klimatasche, ja, es geht über ESP-Knopf oder nein, es geht in dem Fall nur in Sport und Manuell, dass ihr da einfach die Unterschiede wisst. Zum Thema zeitlicher Begrenzung, ich persönlich sage immer so 2 Sekunden, ist das, was in meinen Augen vollkommen ausreicht und auch nicht irgendein Bauteil groß angreift oder groß überlastet, überfordert, ist aber natürlich ganz klar Kundenwunsch. Das heißt, wenn der Kunde wünscht oder wenn ihr wünscht, ihr wollt es auf Dauer oder ihr wollt es 10 Sekunden, dann kriegt ihr es. Aber Punkt um 1, das ist allerdings meine ehrliche Meinung, klingt es nicht gut, wenn es arg viel länger ist wie 2 Sekunden. Es klingt einfach übertrieben und man hört es auch, ob das ein Auto bereits schon Serie macht, human in Anführungszeichen, oder ob das einfach nachträglich programmiert und appliziert ist und es einfach zum Fahrzeug gar nicht passt. Ja, aber das ist allein eure Entscheidung, was ihr haben möchtet. Das am besten, wenn ihr anfragt, in der E-Mail mitteilen, Fahrzeugschein reinfügen, mitteilen, wie lange ihr es haben wollt, ob es wichtig ist, dass es auf den Knopf gelegt wird, weil wenn es nicht geht, dann kann ich es natürlich auch nicht programmieren. Dann muss man es im Endeffekt hinnehmen, dass es immer ist oder gar nicht und halt dementsprechend fahren und wie schon gesagt halt zeitlich begrenzen. Ja? Jetzt würde ich sagen, unten ist die E-Mail-Adresse eingeblendet, unten ist die Homepage eingeblendet. Das heißt, wenn ihr Fragen habt dazu, schickt uns einfach eine Mail zu diesem Thema. Und die wird man dann schnellstmöglich beantworten. Jetzt haben wir noch kurz ein Thema aus eigener Sache. Wir haben neue Visitenkarten. Die Visitenkarten, die werden wir jetzt in den nächsten Wochen, werden wir die auslegen, werden wir die in Umlauf bringen.
Dort ist die neue Homepage auch notiert. Und dann könnt ihr gegebenenfalls auch, die ist jetzt gerade noch in Arbeit, wird noch ein bisschen ausgebaut, auch darüber informieren. Und wenn nicht, einfach eine E-Mail schreiben. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Nachmittag und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.